Ja, hallo, vielen Dank und freut mich, dass ihr noch 30 Minuten Kraft habt auf Romantik am Ende eines langen Tages. Ich würde ganz gerne erstmal anfangen und gucken, wie romantisch ihr eigentlich seid, also ein bisschen so ein Gefühl kriegen für das Publikum. Wenn Sie sich als Romantiker bezeichnen würden im Privatleben, wie Sie Ihr Leben leben, dann stehen Sie doch bitte jetzt mal auf. Wie viele Romantiker haben wir im Saal? Okay, wow. Ja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, sich zu outen. Okay, stehen bleiben. Und dann, wie viele von Ihnen würden sich auch als Romantiker bezeichnen, wenn es ums Arbeitsleben geht, im Job? Wenn Sie ja stehen bleiben, wenn Sie auch Business-Romantiker sind? Ah, ein paar setzen Sie. Ja, okay, alles klar. Sie dürfen sich setzen, also da gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz. Gibt es auch Menschen unter Ihnen, die sich nur als Romantiker am Arbeitsplatz bezeichnen und nicht privat? Oh, wow, okay. Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau sind wahrscheinlich nicht anwesend, deswegen. Und wie viele Zyniker haben wir im Saal? Ein, okay, ist ehrlich. Ein Zyniker, okay, alles gut. Also ich bin auch Unternehmer, Geschäftsmann, aber ich bin unverbesserlicher Romantiker. Und ich glaube wirklich, dass die Welt besser wäre, dass unsere Gesellschaft besser wäre, wenn wir wieder mehr Romantik zulassen würden. Und ich denke, dass wir die Romantik im Herzen der Wirtschaft verorten müssen und dort auch schaffen können und müssen. Und wenn ich jetzt aber Romantik sage, dann meine ich nicht Valentinstag und Candlelight Dinner. Ich will auch nicht vorschlagen, dass ihr euch jetzt in eure Kolleginnen und Kollegen verliebt oder mit eurem Chef durchbrennt morgen. Sondern ich meine Romantik wirklich im Sinne der romantischen Bewegung. Momente der Entgrenzung, der Transzendenz, des Zaubers, zufällige Begegnungen mit Fremden, Momente, in denen unser Herz schneller schlägt, in denen wir Adrenalin ausschütten, Momente, in denen wir Sehnsucht haben nach Sehnsucht, Momente, in denen wir die Kontrolle verlieren und uns verlieben. Und dieser Begriff der Romantik, der hat wirklich die romantischen Epigonen charakterisiert, in den letzten zwei Jahrhunderten von Jane Austen bis hin zu David Bowie, zweifelsohne der Romantiker unter den Pop-Ikonen, Steve Jobs, der Romantiker unter den CEOs, sein legitimer Erbe, Nachfolger, Elon Musk, ein Romantiker, und unter den Fußballtrainern wahrscheinlich Jürgen Klopp, der Romantiker. Aber es ist nicht so einfach, Romantiker zu sein in der Wirtschaft, und es ist vor allem nicht einfach, Romantiker zu bleiben, weil sich der Zynismus doch reinschleicht, in der Regel schon nach 6 Monaten, und weil die einst so stolzen nationalen Marken unsere Herzen brechen wie VW. Und weil viele von uns sich in diesen Unternehmensstrukturen wiederfinden und da durchaus Frustrationen erleben. Und wir sind am Arbeitsplatz tatsächlich schon, wird von uns erwartet, dass wir eben konstant und berechenbar Leistung abliefern. Und da ist es kein Wunder, dass wir zwar mehr arbeiten als vor 30 Jahren, aber weniger produktiv sind. Ökonomen nennen das das Produktivitätsparadox. Dass nur 30% aller Angestellten weltweit voll engagiert sind im Job und dass so ungefähr 50% aller Erwerbstätigen tatsächlich unter Stress leiden, sagt eine Studie der Europäischen Kommission. Und jetzt ist es so, dass wir ja auch zunehmend am Arbeitsplatz mit smarten Maschinen auch noch im Wettbewerb stehen, gegen die wir eigentlich gar nicht bestehen können, wenn es um Effizienz oder Produktivität geht. Was machen wir in unserer Verzweiflung? Wir werden selber zu smarten Maschinen. Und wir quantifizieren alles, wir messen alles, um es dann zu optimieren und zu maximieren. Wir nehmen teil an der sogenannten Rating Economy, das heißt, wir geben allem einen Wert, einen quantitativen Wert, sogar Menschen und Beziehungen, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Liebhabern, unseren Eltern, ja, mit so einer App wie zum Beispiel People. Wir nehmen teil an sogenannten Self-Hackathons, die versprechen, hack your brain, tweak your mind, upgrade yourselves, als ob wir so ein Stück Software wären. Wir benutzen Apps wie Don't Worry, Be Happy, die trackt sozusagen emotionale, also Gesichtsausdrücke, emotionale Regungen. Wenn Sie aufhören zu lachen, wird alles, was Sie produziert haben, in der letzten Stunde gelöscht. Recht subtiler Stimulus. Und dann ist diese Obsession mit der Datafizierung und Quantifizierung hat wirklich die privatesten, intimsten Bereiche unseres Lebens infiltriert. Hier ist ein Beispiel, Spreadsheets. Das ist eine App, die erlaubt Ihnen, Ihre sexuelle Performance im Bett zu verbessern. Aufgrund von Datenanalyse. Und wenn das nicht funktioniert, dann können Sie diese App benutzen, Breakup Text. Die sendet nämlich automatisierte Breakup, also Trennungsnachrichten.
Wenn Sie dem Ganzen fernbleiben wollen, dann können Sie diesen Service verwenden, der heißt Invisible Boyfriend. Angeblich ist Invisible Girlfriend in Beta, aber Invisible Boyfriend schickt Ihnen fiktive Textnachrichten, Fake-E-Mails und sogar Fake-Telefonate tätigt dieser Service. Und ich glaube, diese Tagline ist super, ne? A boyfriend your friends can believe in. Also, und dann gibt es natürlich Chatbots wie Chuawe, tut dem Namen wahrscheinlich jetzt ein bisschen Unrecht, auf Weibo, das ist ein Chatbot von Microsoft gebaut, mit dem mehr als 20 Millionen chinesische Nutzer kommunizieren. Für die ist das fast ein bisschen was wie der beste Freund. Also so verändert sich Freundschaft und Liebe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und bald werden wir wahrscheinlich tatsächlich uns verlieben in unsere Betriebssysteme. Wie das ja so wunderbar beschrieben wurde in dem Film Her von Spike Jonze, über den die New York Times damals schrieb, die Frage ist nicht, ob Maschinen denken werden können. Die große Frage ist, werden wir Menschen noch fühlen können? Und in der Tat, wenn alles quantifiziert wird, alles berechenbar wird, vertraut wird, bequem, wo erfahren wir dann noch diese signifikanten Erfahrungen, die uns Sinn geben, die unsere Routine aufbrechen? Wo erleben wir noch das Sonderbare? Wo begegnen wir noch Fremden? Wo ist die Magie, der Zauber? Wo ist die Romantik? Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir die Romantik systematisch aus unserem Leben herausprogrammieren. Und Romantik ist vielleicht das ultimative Alleinstellungsmerkmal in einer Welt der Optimierer und der Maximierer. Naja, wir waren schon mal an so einem Punkt, vor 200 Jahren, an einem Zeitpunkt der großen Entzauberung. Damals war das nämlich die ursprüngliche romantische Bewegung, Lord Byron, Novalis, Eichendorff, ihr erinnert euch, die aufbegehrt haben gegen dieses Regime, das Diktat der aufklärerischen, praktischen Vernunft und dagegen Werte gestellt haben wie Geheimnis, Mehrdeutigkeit, Leiden, Subjektivität, Unberechenbarkeit und andere Qualitäten. Und ich glaube eben, dass wir jetzt wieder an einem Moment angekommen sind der großen Entzauberung, diesmal durch die Datifizierung, die Quantifizierung von allem und dass wir diesmal eine neue romantische Gegenbewegung brauchen, diesmal aus dem Herz der Wirtschaft kommen, mit Unternehmensexperten, mit Business People wie euch, die zu den neuen romantischen Dichtern unserer Zeit, den neuen romantischen Führern unserer Zeit werden. Und ich glaube, Romantik ist die Antwort auf zwei wichtige Fragen. Die eine ist die Business-Frage vor dem Hintergrund von Big Data und Effizienz und Automation. Was macht uns eigentlich noch außergewöhnlich, wenn es nur noch um Effizienz geht? Und dann die andere Frage ist die philosophische, humanistische Frage. Was macht uns eigentlich noch menschlich vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz? Und ich glaube, Romantik ist sozusagen die magische Schnittstelle von beiden diesen Fragen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich euch jetzt so anschaue, dass ihr wahrscheinlich sagt, ja, Tim, das ist ja alles großartig, hört sich ein bisschen esoterisch an. Wie bringe ich das meinem Aktionär bei oder meinem Chef, und ohne jetzt pleite zu gehen? Also wie setze ich dieses Denken, wenn ich denn will, um in tatsächliche Designprinzipien? Ich habe 10 versucht zu identifizieren in meinem Buch Business Romantiker. 3 davon möchte ich euch heute präsentieren. Das erste Prinzip heißt, finde das Große im Kleinen. Es gibt eine ganz interessante Studie, die besagt, dass der Amerikaner im Durchschnitt nur einen einzigen echten Freund hat. Und bevor wir uns jetzt lustig machen über das mangelnde Sozialkapital der Amerikaner, diese Werte sind so anders nicht in europäischen Ländern. Und Soziologen beklagen ein Zeitalter der Einsamkeit, der sozialen Isolation. Und es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich noch nie so vernetzt waren, noch nie so kommunikativ waren, wie zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. Wir kleben ja sozusagen an unseren Telefonen. Wir sind alle mehr oder weniger aktive, passive Teilnehmer. Das ist nicht Photoshop, ne? Es ist wirklich echt passiert angeblich. Der Selfie-Economy. Wir produzieren Daten, also wie wir sie noch nie produziert haben, natürlich jede Minute, jede Sekunde. Wir reden und messagen und kommunizieren. Wir benutzen unser Smartphone 5 Stunden am Tag, 85 Mal, meistens nur für 30 Sekunden. Und wir kommunizieren und chatten, als ob unser Leben davon abhängt. Und es ist schon seltsam. Warum ist das so? Das ist so, weil trotzdem sind wir einsam. Wir sind einsam, weil das Gegenteil von Einsamkeit nicht Vernetzung ist, sondern Intimität. Und ich glaube, wir brauchen mehr Intimität und wir sehnen uns nach mehr Intimität im digitalen Zeitalter. Und es gibt jetzt immer mehr Kundenerfahrungen und Arbeitsplatzerfahrungen und Businessmodelle, die dieses Bedürfnis nach Intimität befriedigen. Zum Beispiel gibt es in den USA eine Reihe, die heißt Let's Have Dinner and Talk About Death.
Also sehr ungewöhnliche Einladung, weiß nicht, ob der sie folgen würden. 15 Fremde treffen sich und reden darüber, wie sie eigentlich in Würde sterben mögen. Also nicht an dem Abend, aber dann irgendwann später. Das Interessante an Intimität ist, dass man Intimität erfahren kann mit Menschen, die einem komplett vertraut sind, ne? Die man wirklich sehr, sehr gut kennt, die einem sehr nahe stehen. Oder aber mit Menschen, die einem völlig fremd sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Geheimnis von Coworking und Co-Living Spaces. Ne? Da kann man eigentlich Intimität erfahren mit Fremden in einer relativ intimen Umgebung. Und dann gibt es Businessmodelle wie das hier von Chuck McCarthy. Das ist ein sogenannter People Walker. Apropos Überraschung. Es gibt ja in Los Angeles sogenannte Dog Walkers, die ihren Hund ausführen und so weiter. Aber es gibt eben auch jetzt einen People Walker, der 30-minütige Spaziergänge anbietet mit Fremden. Das ist im Grunde so das personifizierte Übermodell, also Human-to-Human, Peer-to-Peer, Intimität als Businessmodell. Und in Sachen Intimität können wir, glaube ich, sehr viel lernen auch von Künstlern, insbesondere von Performance-Künstlern. Marina Abramović, als Teil ihrer Ausstellung The Artist is Presence, saß 5 Minuten jeweils von einem Besucher gegenüber für insgesamt 716 Stunden, um wirklich Intimität und Verletzlichkeit zu feiern und im Grunde diese sogenannte Thick Presence zu inszenieren. Also nicht effizient zu sein, sondern wirklich im Moment zu sein für einen sehr langen Moment. Und das ist auch, glaube ich, ein neuer Trend, der im Marketing jetzt auch stattfindet. Es gibt das sogenannte Slow Marketing. Das gibt es jetzt in England schon. Es gibt eine Firma, Ron Seal, das ist ein Farbenhersteller. Die haben eine Anzeige geschaltet, wo man tatsächlich der Farbe beim Trocknen zuschauen kann. Und zwar mehrere Minuten lang. Also es hat nicht jedem gefallen. Chloe fand es nicht so toll. Aber es ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass sich das ein bisschen verändert und dass Thick Presence einfach rar wird und tatsächlich Wert hat. Das Gleiche ist übrigens auch bei Zappos der Fall, bei dem Online-Retailer, der jetzt Teil von Amazon ist. Die belohnen nämlich ihre Customer-Service-Mitarbeiter nicht dafür, wie viele Telefonate sie in einer Stunde unterbringen können, sondern wie viel Zeit sie jeweils mit einem Kunden verbringen. Also Thick Presence anstelle von effizienter Transaktion. Jetzt möchte ich natürlich sagen, ja, das hört sich alles ein bisschen nostalgisch an, aber wir können halt irgendwie das Rad nicht zurückdrehen. Aber Nostalgie wird oft missverstanden als ein Verlangen der Sehnsucht nach einer Zeit, die vorbei ist. Kommt aber aus dem Griechischen von Nostos Algos und heißt im Grunde Sehnsucht oder Schmerz von einer alten Wunde und bezeichnet eine Sehnsucht nach etwas Tiefgründigem, nach etwas Essentiellem, das wir vergessen haben in unseren digitalen Zeiten. Und ich glaube, wir sehen jetzt vermehrt eben auch Produkte und Customer Experiences, die diese Art von Nostalgie aufgreifen, wie zum Beispiel Polaroid, sehr nostalgische Marke, die eine neue Mobile App rausgebracht hat, die diese Haptik und diese intuitive Dimension von Polaroid sehr schön umsetzt. Moleskine natürlich, Hersteller von Notizbüchern, feiert im Grunde, inszeniert die Leere, ne? Die Leere in einer Zeit der digitalen Dichte und Verschwendung. Ist ja ein Luxus. Und dann gibt es diesen Buchladen in Tokio, der einmal im Quartal nur ein einziges Buch, sozusagen ein einziges Buch immer nur im Quartal führt. Ne? Das ist der Gipfel der Exklusivität. Und ich glaube, wir sehnen uns nach diesen Kuratoren, diesen Conciergen, die uns eine persönliche, eben keine personalisierte, sondern eine persönliche Erfahrung anbieten, die uns behandeln wie subjektive, individuelle Menschen und die uns Fluchtwege anbieten aus diesem eisernen Käfig der algorithmischen Wirklichkeit. Und diese Fluchtwege gibt es nicht nur analog, die gibt es auch online, das ist einer davon. Das ist eine App, die heißt Forgotify. Mit Forgotify können Sie die 4 Millionen Songs abrufen und spielen, die noch nie gespielt wurden auf Forgotify. Das Tolle daran ist, dass der Service sozusagen Algorithmus benutzt, um gegen eine algorithmische Filterbubble anzukämpfen. Es schafft eine Plattform für das Seltsame, das Merkwürdige, das Romantische, das an den einsamen Rändern unserer Netzwerkökonomie passiert. Also alle diese Erfahrungen feiern die Magie der kleinen Momente, die Schönheit von Dingen, die sich nicht skalieren lassen, die man nicht optimieren kann und die man nicht maximieren kann. Ja, und das sind, wenn wir ehrlich sind, ja die schönsten Momente im Leben. Bevor wir jetzt zum zweiten Gestaltungsprinzip kommen, ganz kurzer Film. Ja. Look at this mass migration!
Pokémon Go benutzt. Ist eine Pokémon, okay, ah, doch einige, okay. Also das ist hier, glaube ich, aus dem Central Park in New York. Ne? Also Wahnsinn, dieses Phänomen. Und das Tolle daran ist, ne, viele sagen ja, ah, Millennials wollen ihr Haus nicht mehr verlassen, alles nach Hause geliefert bekommen. Aber wenn man ihnen die richtigen Gründe gibt, zum Beispiel Geheimnis, dann verlassen sie das Haus und gehen tatsächlich raus, um was zu entdecken. Das bringt uns zum zweiten Gestaltungsprinzip, hüte das Geheimnis. Also wir leben in einer Zeit der Daten und wir glauben ja alle, dass radikale Transparenz sozusagen die Norm ist. Aber genau weil das so ist, glaube ich, dass Rätselhaftigkeit und Geheimnis Customer Experiences unser Leben wieder bedeutsam machen. Also Erfahrungen, die wir nicht festhalten können, die wir nie so richtig verstehen, und die flüchtig sind, die nicht andauern. Das ist ja sehr romantisch. Deswegen gibt es Pop-Up-Stores, es gibt jetzt Pop-Up-Magazine, die journalistische Inhalte nur für einen Abend inszenieren. Es gibt natürlich Snapchat, das ist auch Pop-Up-Medium, also Ephemeral Media, flüchtige Medien, die nicht andauern. Radiohead hat als Teil der Kampagne für ihr neues Album, haben sie versucht, ihre gesamte Internetpräsenz zu löschen. Also so eine Art Versuch der permanenten Vergänglichkeit. Und dann gibt es diesen Startup, der heißt Secret Cinema aus England. Und die bieten sogenannte Mystery Screenings. Das heißt, sie laden Leute ein zu einer unbekannten Location, sagen aber nicht, welcher Film tatsächlich gespielt wird. Und dann kommen Tausende von Menschen und spielen diesen Film nach, immersiv. Und das Besondere daran ist, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, welcher Film läuft. Ja? Das Geheimnis ist das Produkt. Und das Geheimnis ist auch das Produkt bei Secret Supper-Serien, die sehr populär geworden sind in New York, ist anderswo. Also diese Geheimdinner, da weiß man nicht, wer neben einem sitzt. House of Genius ist eine Business-Networking-Reihe, wo die Teilnehmer, wie bei den anonymen Alkoholikern, nicht ihre Identität verraten. Auch da wieder das Geheimnis der Aura, das Geheimnis ist. Und mehr Organisationen haben jetzt Secret Societies, also Geheimbünde, von Accenture zu Virgin zu Etsy. Etsy hat zum Beispiel ein Ministry of Unusual Business. Keiner weiß so genau, wer dazugehört. Aber das Mandat ist eben, Geheimnis und Überraschung wieder ins Arbeitsleben zu tragen. So eine Art Plattform zu schaffen für das Alter Ego von Unternehmen. Dann gibt es Traces, Mystery Messaging Apps, so eine Art digitale Schnitzeljagd und natürlich Pokémon Go, vielleicht die ultimative romantische Discovery App. Also alle diese Prinzipien zwischen den Welten zu wandeln, mit verschiedenen Identitäten zu spielen und das Vertraute wieder fremdartig zu machen, das sind nicht nur romantische, zutiefst romantische Qualitäten, sondern das sind auch die Features von Virtual Reality und Augmented Reality. Und vielleicht kann man ja VR und AR als die neuen romantischen Technologien unserer neuen romantischen Ära betrachten, als die Empathiemaschinen, die uns erlauben, in die Welt anderer einzutreten, neue Welten zu erdenken und davon auszugehen, dass immer noch eine andere Welt möglich ist, was ja eine zutiefst romantische Annahme ist. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Google mit dem Launch von Daydream, der VR-Plattform, sogar von der Sprache her auf die romantische Bewegung zurückgeht. Daydream, ne? Das ist ein sehr romantischer Ausdruck. Also alle diese mysteriösen Erfahrungen stellen wieder Zweifel her und Mehrdeutigkeit in einer Zeit der reibungslosen, bequemen Customer Experiences. Die Brandagentur Lander hat vor einem Jahr einen Report veröffentlicht und hat gesagt, TMI, too much information, ist das neue Prinzip, das neue Paradigma von Business. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Ich glaube, not enough information, nicht genug Information, ist spannender. Also Wissen ist Macht, aber nicht zu wissen, ist die mächtigere Erfahrung. Und das bringt uns zum dritten und zum letzten Designprinzip der Business-Romantik. Leider ein bisschen. Ob Sie jetzt Romantiker sind oder nicht, Sie wissen wahrscheinlich, dass Romantik nicht das gleiche ist wie glücklich sein oder Harmonie. Ne? Man hat, also wie die Amerikaner sagen, Skin in the Game, da gibt es eine dunkle Seite, eine Schattenseite. Man leidet ein bisschen, man ist verwundbar. Aber das ist ja eigentlich völlig konträr zu der Art und Weise, wie wir die meisten Customer Experiences, unsere Arbeitsplatzerfahrungen gestalten. Da geht es ja immer nur um unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, Bequemlichkeit, Komfort, Schnelligkeit. Und Amazon hat das natürlich perfektioniert und wird bald alles, was das Herz begehrt, via Drohne direkt vor die Haustür liefern oder sogar rein, jetzt durch Partnerschaften mit sogenannten Smart Locking Firmen. Auch wenn sie nicht da sind, können sie das Paket in Empfang nehmen. Und in Japan, seit ein paar Wochen, und das sagt einiges aus über unsere digitalen Gesellschaften, können Sie sogar Priester bestellen über Amazon. Aber trotz unserer Wertschätzung für Bequemlichkeit und unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, warum ist das so, dass wir immer noch Tag und Nacht auch bei dem schlechtesten Wetter vor Apple Stores sozusagen ausharren, um auf neue Produkte zu warten? Warum klettern wir auf die Bergspitzen der Alpen bei der Tour de France nur, um die führenden Fahrer 10 oder 15 Sekunden lang vorbeirasen zu sehen?
warum pilgern mehr als 50.000 Menschen jedes Jahr zur Black Rock Wüste in Nevada zum Burning Man Festival für eine Woche der radikalen Selbstverwirklichung und der wirklich archaischen, ja im Grunde eines archaischen Kontrollverlustes. Wenn man Evolutionspsychologen fragt, warum das so ist, dann sagen die, dass unser Gehirn immer noch funktioniert, im Grunde wie damals in der Steinzeit. Dass wir immer noch existenzielle, lebensbedrohliche Ereignisse brauchen, sogenannte kritische Ereignisse, die unserem Leben Sinn geben, die uns lebendig lassen werden, die uns Fitness spüren lassen. Aber wir haben die weitgehend verbannt aus unseren westlichen domestizierten Gesellschaften, diese gefährlichen Erlebnisse, Gott sei Dank. Aber wir brauchen die, um Sinn zu erfahren, um Bedeutung zu erfahren. Also was machen wir? Bungee-Jumping, wir laufen Ultramarathons, wir machen Skydiving oder wir gehen zu IKEA. IKEA hat wirklich das Prinzip des Leidenlassens perfektioniert. Also Frustration als Designprinzip wirklich verinnerlicht. Also wenn man jetzt im IKEA-Parcours ist, ist ja wie so eine siebte Kammer der Hölle. Und wenn Sie wie ich versuchen, so ein Billy Oslo oder Clippern Möbelstück zusammenzubauen, das ist ja wirklich im Grunde ein Beweis der eigenen existenziellen Inkompetenz. Ja. Und dieses Prinzip der Frustration übrigens findet auch statt bei allen Loyalitätsprogrammen, wie zum Beispiel Frequent Flyer Miles. Da geht es ja nie um unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, immer nur um verspätete Bedürfniserfüllung. Ne? Also immer nur um unerfüllte Sehnsucht, durch und durch romantisch. Und dann gibt es diesen Nachtclub in New York, der heißt The Box. Gibt schon seit einigen Jahren, immer noch sehr populär. Und ich habe mal den Gründer Randy Weiner auf einer Konferenz gesehen und er wurde gefragt, Randy, warum ist The Box immer noch so populär? Was ist das Geheimnis eures Erfolges? Und Randy Weiner meinte, oh, das ist eigentlich relativ einfach. Also wir studieren ganz genau und gucken ganz genau, was unsere Kunden wollen. Und dann machen wir das genaue Gegenteil. Was im Falle von The Box bedeutet, wenn Sie das teuerste Ticket kaufen, dann landen Sie unter Umständen in der Küche und müssen das Geschirr spülen. Weil das sind genau diese Verletzungen, diese kognitiven Verletzungen, die Bedeutung, die Erfahrung wieder Bedeutung geben. Und das ist übrigens auch das Prinzip aller viralen Marketingkampagnen. Das ist eine Verletzung eines mentalen Modells, manchmal sogar auch richtig physisch, wie bei einem Ice Bucket Challenge, das man dann teilen kann und das dann mit einem transzendenten, höherem Sinn sozusagen verbunden wird. Also, für Romantiker ist nichts schlimmer als ein Leben des Komforts und der Bequemlichkeit. Je mehr wir opfern, desto mehr gehören wir dazu, desto mehr Bedeutung erfahren wir. Deswegen würde ich Ihnen vorschlagen, frustrieren Sie Ihre Kunden. Quälen Sie sie ein bisschen, lassen Sie sie warten, damit sie wieder schätzen lernen, was sie nicht bekommen können. Und dann ernten sie nämlich das ultimative Asset, das ist nämlich, dass die Sehnsucht intakt bleibt. Also das sind die drei Designprinzipien der Business-Romantik. Finde das Große im Kleinen, hüte das Geheimnis. Und leide ein bisschen. Und ich hoffe, dass diese drei Prinzipien, naja, veranschaulichen diesen Wandel, den ich sehe, weg von einem Smart Connected Age zu einem neuen romantischen Zeitalter, in dem andere Werte wichtig werden. Präsenz statt Analyse, Zufall, Intuition anstatt von Big Data. Flaneur, also das Wandeln in Welten, nicht wissen, wo man hingeht, aber das Wandeln. Leidenschaft, Geheimnis, Verletzlichkeit. Flüchtigkeit statt Dauerhaftigkeit, Einzigartigkeit anstelle dieses Zwangs zu skalieren, Großzügigkeit statt Effizienz, also auch Verschwendung von Zeit, Sehnsucht statt Erfüllung und dann ja, so eine Art, also Respekt vor dem unquantified self, anstelle immer nur das quantified self zu propagieren und zu bedienen. Und das romantische Manifesto sieht so aus, also Romantiker haben absolut keinen Plan, haben Vision und Improvisation, aber nicht unbedingt Strategie oder Plan. Erlebnisse zählen, nicht Erbsen, authentisch ist, was sich echt anfühlt. Romantiker schaffen neue Illusionen gegen die Desillusionierung und sie lernen wieder schätzen, was nicht messbar ist, schaffen Schönheit, disruptive Augenblicke, neue Welten, Herz fassen, Sinn machen. Und die Frage ist natürlich, ja, aber wo ist der Return on Investment, wenn er bisher noch nicht klar geworden ist? Um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, Romantik hat einen ROI und zwar das erste ist Innovation. Also wenn Sie keine Romantiker, keine Narren in Ihren Unternehmen haben, die die Welt so sehen, wie sie nicht ist, aber sein könnte, Beispiel Airbnb, dann werden Sie wahrscheinlich nie disruptiv, innovativ tätig sein können. Und wenn Sie Kunden haben wollen, die Sie nicht nur schätzen aufgrund ihrer Nützlichkeit, sondern die sich immer und immer und immer wieder aufs Neue in Sie verlieben, dann müssen Sie denen mehr geben als nur Lösungen zu Problemen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der größte Return on Investment für Romantik für mich ist mehr Romantik.
Und das ist nicht nur von wirtschaftlichem Interesse, sondern ich denke, das ist auch von akutem gesellschaftlichem Interesse und auch von gesellschaftlicher Notwendigkeit, weil wir leben in so einem komischen Zeitalter der Dissonanz. Auf der einen Seite sind wir so connected wie nie zuvor, aber wir sind einsam. Auf der einen Seite leben wir in einer Zeit der digitalen Verschwendung, in einer Zeit der digitalen Fülle, aber das vorherrschende Gefühl, das wir haben, ist eigentlich ein Gefühl des Verlustes. Ja? Wir haben Angst davor, Sicherheit zu verlieren. Wir verlieren Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen, vielleicht in uns selber. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Identität, unsere Geschichte. Und wir verlieren vielleicht vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz auch ein bisschen ja, Autonomie, die menschliche Handlungsfähigkeit. Ne? Wir überwachen uns, wir werden übermacht im Maschinenzeitalter. Extremistische Bewegungen, das weiß ich sehr gut, als halber amerikanischer Staatsbürger, gehen von den Rändern der Gesellschaft jetzt ins Herz der Gesellschaft. Das ist ja auch der Fall in Deutschland. Ne? Und dann haben wir natürlich auch noch hier die Herausforderung, Flüchtlinge und Migranten in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und das Interessante daran ist, dass vor Jahren noch oder vielleicht auch noch jetzt die Arbeit eigentlich der Ort war, wo wir Individuen in die Gesellschaft integriert haben. Aber wenn Arbeitsplätze wegautomatisiert werden, wie das ja prognostiziert wird in den nächsten 2 Jahrzehnten, 50% der Arbeitsplätze entfallen aufgrund von Software und Robotern, wo findet diese Integration dann noch statt? Ja, und wie entwickeln wir dann Empathie und Einfühlungsvermögen und moralisches Vorstellungsvermögen für den anderen? Ja? Kommt das dann wirklich von Organisationen, von diesen datengetriebenen, brutalen Execution Machines, wie zum Beispiel Uber oder Amazon oder andere sogenannte exponentielle Organisationen, wie das die Singularity University immer nennt, die immer nur an exponentielles Wachstum denken, brutalst Effizienz, datengetrieben, auf Kosten aber, denke ich, einer menschlichen Kultur. Oder wenden wir uns dann an Organisationen, die immer noch menschliche Werte verkörpern und feiern. Ne? Das sind all die Sachen, die Maschinen noch nicht können. Charakter, Ethos, ja, moralisches Handeln, Intuition, also proaktiv Entscheidungen zu treffen, anstatt nur zu reagieren auf Daten. Seele, Vorstellungskraft, Sinnstiftung, Hoffnung und natürlich auch Herz, Mitgefühl und Leidenschaft. Und diese Organisationen können hoffentlich sowohl die Zwänge der Effizienz, aber eben auch das Künstlerische, das Schöne verbinden und als eine Art Sinnfabrik dienen. Also Romantic Business ist für mich Do Good, Gutes tun, an die Gesellschaft zurückgeben, Feel Good, aber eben auch mehr Gefühle zuzulassen und zu schaffen, am Arbeitsplatz und im Markt. Denn, das hat die amerikanische Dichterin Maya Angelou schon gesagt, people will forget what you said, they will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Und wenn wir uns die 3 großen Technologietrends anschauen, die haben Sie ja wahrscheinlich auch heute lange besprochen, also aufgrund gemäß der Analystenfirma Gartner sind das immersive Erfahrungen, VR, AR und andere Technologien oder eben Smart Machines und dann die Platform Revolution in Sachen Businessmodellen, dann möchte ich Sie dazu ermutigen, die natürlich voranzutreiben und innovativ zu sein, aber immer auch dran zu denken an diese zutiefst menschlichen Bedürfnisse, die wir haben. Wie orchestrieren wir diese Technologien? Und ich denke, wir sollten sie so nutzen, dass wir das Gefühl der Dazugehörigkeit stärken, der Schönheit und der Solidarität. Wenn nämlich die Software alles aufisst, das hat ja Marc Andreessen gesagt, der Venture Capitalist, when software is eating the world, dann ist vielleicht das einzig verbleibende und das größte kulturelle menschliche Projekt unserer Zeit tatsächlich unsere Menschlichkeit zu bewahren. Also, ich möchte euch dazu ermutigen, für die Romantik zu kämpfen. Die Romantik ist ein Menschenrecht. Und nicht nur für Bequemlichkeit und Reibungslosigkeit zu designen, sondern für Reibung. Und Daten nicht nur zu benutzen, um zu demystifizieren, sondern um Geheimnis zu schaffen, zu mystifizieren. Und nicht nur Produkte und Services zu stellen, die useful sind oder nützlich, sondern auch schön. Wir Romantiker, wir haben nicht die Antworten auf alle Fragen, wir haben auch nicht Lösungen für alle Probleme und wir wollen auch nicht unbedingt alle Schmerzen lindern. Wir wollen nur mehr fühlen. Und Business, die Wirtschaft, ist unser letztes Abenteuer. Vielen Dank.